Es ist im Prinzip ein ganz radikaler Wandel von der Art und Weise, wie du denkst und fühlst. Und ich bezeichne das so, dass wenn man noch in diesem alten System ist, also diese alte Denke hat, das nenne ich das Dramaland. Und im Dramaland ist es so, dass die Leute irgendwie an irgendeiner Stelle in ihrem Leben immer wieder in so einer Art Unglückssituation sind. Ja, was weiß ich, die große Liebe, die sich irgendwie nicht erfüllt, oder die strampeln sich beim Job ab, aber sie kriegen nicht den Erfolg, den sie sich wünschen. Sowas zum Beispiel. Und das Wesentliche am Dramaland ist, dass die Leute angstgetrieben sind, weil sie etwas da draußen suchen, was es da draußen aber nicht zu finden gibt. Und sie wollen es aber trotzdem haben. Ja, sie denken, wenn ich die ganz große Liebe beispielsweise finde, dann bin ich glücklich. Und, oder ne, wenn ich ganz viel Geld auf dem Konto habe, dann bin ich endlich glücklich. Und das Problem dabei ist, dass es immer darum geht, dass irgendwas da draußen mir was geben soll. Und das führt dazu, dass wir im Dramaland immer nur egoistisch denken. Ja, was ist für mich drin? Was, ne, warum gibst du mir nicht das, was ich will? Ja, du weißt doch ganz genau, dass ich dich liebe. Also warum, ja, hast du jetzt keine Zeit für mich? Du quälst mich und so weiter und so fort. Das ist Dramaland. Und wenn du diesen Big Shift machst, erkennst du plötzlich, dass das, was du suchst, die ganze Zeit in dir drin gewesen ist. Das ist nicht da draußen. Und dass du diese, wenn du diese Quelle entdeckst, über die wir gleich noch ein bisschen mehr erzählen können, wenn du diese Quelle entdeckst, dann ist das so, dass du plötzlich merkst, es geht nicht darum, was die Welt mir geben kann, sondern was ich der Welt von mir aus geben möchte. Das ist das, worum es hier im Leben geht. Und wenn du anfängst zu geben, also wirklich das zu geben, was in dir drin ist, sozusagen deine Schätze zu teilen, dann entsteht, wenn man so möchte, gutes Karma, ja, das dann in der Form ist, dass das Leben dir auch unglaublich viel zurückschenkt. Ja, und du kannst es nicht manipulieren, kannst nicht sagen, so, ich gebe jetzt mal hier ganz viel Liebe rein und dann wird jetzt auch bestimmt aus der Ecke, wo ich es auch hingegeben habe, dann die große Liebe zurückkommen. So läuft das nicht, aber es ist dann plötzlich so, dass ganz viele glückliche Zufälle entstehen. Ja, dass du in Situationen, wo du vielleicht Hilfe brauchst, aus ganz unerwarteter Richtung plötzlich auch die Hilfe da ist und so weiter und so weiter. Und du bist dann plötzlich in so einem Modus drin, wo du merkst, ja, okay, ich kann dem Leben vertrauen. Und je mehr ich gebe, desto mehr kommt zu mir zurück. Ja, und dann bist du plötzlich aus diesem Dramaland raus und merkst einfach, ja, es gibt eine ganz andere, lässige, wie ich das nenne, lässige Art und Weise zu leben, mit der du auch erfolgreich sein kannst und viel erfolgreicher sein kannst und auch viel glücklicher sein kannst.